jetzt für Ja, der kommt doch noch welche, oder nicht? Der packt jetzt zu. Wir können eh nicht mehr rein. Packt die zu. Wie viele Minuten ist noch? Okay, los geht's. Go. Sag Überfall. Das ist ein Überfall. Stehen bleiben, mach das Fahrzeug raus, Hände hoch. Und schießen. Also, verdammt, dass die auf den Überfall. Wann nicht die Leute erschießen? Überfall, raus. Auf die Reifen schießen. Sicher. Schieß auf die Reifen. Auf die Überfall. Raus mit dir! Raus, oder wir schießen! Hat nicht kooperiert, der Idiot. Meine ganzen Reifen sind kaputt aus. Welcher liegt jetzt noch? Die Sachen auch. Der hat nichts dabei, ich glaube, kick den. Ja, 64.000. Schießen einfach ab. Schießen ab. Wenn wir nicht rauskommen, schießen ab. Raus jetzt. So einfach geht das. Wir sitzen hier noch in der 164 Kupferbahn hat er drin. Ja gut, jetzt alles schnell verkaufen. Ja, dann müssen wir jetzt Lockpick mal den anderen. Blockboysen. Lockpick den anderen. Hier, komm mal her bitte, ich geb den Dietrich. Ja. Für Werkzeugkästen, ne? Hier, Bleed hat welche und Fletcher hat welche. Ja, genau. Hast du den jetzt hier schon offen? Nee, noch nicht, ne? Ja, der ist offen. Geh zu den anderen bitte, ich repariere den schon. Ich hab schon. Nein, Helmut repariere ich gerade, der keine Reifen hat. Dann gib die Schlüssel. Dafür werdet ihr bezahlen. Hat kein Job. Also für den haben wir schon die Schlüssel. Ja, gib mal die Schlüssel. Ja, ich hab hier schon alle. Lockpick broke. Oh fuck, per Weg glaube ich gemacht, also sehen. Shit. Ja, jetzt geht weg da bitte. Ich verkauf das Zeug. Ich hab die Keys. Nice. Schlüssel. Geh da weg bitte. Weg da. Geben. Danke. Yasuo geben. Sarventosa geben. Kurz geben. Du hast mir keine gegeben. Geht da mal weg bitte. Weg da. Okay. What the fuck, Alter? Der Container ist gerade weg. Ich hab Container umgefahren. Container ja, umgefahren. Dann lass jetzt, kannst du aus dem Auto verkaufen. Ah, wir können sie aus dem Auto verkaufen, stimmt. Ja. Hier, gib mir noch einen Schlüssel. Warte, ich steh paar. Sven, ja, ich bin hinter dir. Weg. Geht, kann er. Ja, wir müssen aufpassen, wo ich hier alle, dass hier alle schon drin stehen, ne? Sicher mal die Umgebung ab und so. Wir müssen auch gleich erstmal zum Bankautomat. Ja, wie lange macht ihr die Scheiße? Hammett weg hier, da steht noch einer dran. Nicht, dass ich den umfahre. Sven, ja, geh doch mal weg. Ja, Alter, das ging nicht. Warte kurz, ich hab's. Und dann müsst ihr die unbedingt noch beim Autoschieber verkaufen, die Hammett. Das schaffen wir nicht mehr. Wir müssen doch nur Z drücken und dann Sync Data, dann haben wir es am Inventar. Das ist das Geld, das wird ja gespeichert. Ja, das Geld schon, ja. Toast, komm mal bitte noch? Mit Toast, bist du mit dem Heli hier? Ey, der ja, bist du, starte den mal. Wir müssen zum... Der Autoschieber ist 3,8 Kilometer von hier entfernt. Wir müssen zum Bankautomat. Ja, dann schafft ihr doch locker. Ich geb gleich irgendwen mal das Geld, ne? Okay. Ich erkläre mich dafür bereit. Ja, die Klappe. Ich kann nichts verkaufen, kann ich denn hier. Warte, dann geh ich mal. Wir steck mal aus. Hab ich schon aus. Da sind Kupfererze drin, ne? Ich hab 289.000 Gewinn gemacht. Was ist denn eigentlich mit dem weißen Offroader denn? Geht da weg bitte, weg von der Straße. Was macht denn ihr? Können wir die Kupferbahn aufmachen? Weiß Offroader vorne keine Reifen. Dinger da verkaufen? Bettchen, ich geb dir mal das Geld. Oh. Heli. Ja, ich hör auch einen Heli. Da ist einer von uns. Tschüss, dann lad mich mal ein, wir fliegen zum Airfield, zum ATM und deportieren das Geld.
Und ich versuche das noch mal... Deportieren ist das nicht. MP war für was anderes mal gedacht. Ich versuche noch den... Deportieren? Ja. Deportieren das Geld. Deportieren jetzt eben. Ja. Hoppala. Wie viel haben wir eingenommen? Okay, zum Flughafen. Wir haben insgesamt 412.000. Ganz ehrlich, ich bin sogar bald dafür, dass wir mal ein Forum-Thread aufmachen, dass wir das Delta-Kartell sind und irgendwo einer von uns schreibt dann die Gewinne auf, die wir machen. Das heißt, wir dann irgendwie eine, keine Ahnung, eine Gangkasse mit oder so, dass wir eben Sachen haben und Fahrzeuge retten können. Nicht, dass wir es immer aufteilen, weil sonst machen wir fast kein Gewinn. Seid ihr auch schnell genug dann da, wo die Verbrauchung haben? Ja, aber ja. Hey, wenn zwei coole Piloten. So sicher bin ich halt noch nicht. Ich würde, keine Ahnung, eine halbe Stunde brauchen, um zu landen. So also punktgenau zu landen halt. Ja, das ist einfach. Also ich fand es in Arma 2 ist es nochmal wesentlich schwieriger als hier. Das stimmt, deswegen habe ich noch irgendwann aufgehört zu zocken. Da war ja auch, ich habe das mir gekauft, bevor sie das nochmal gepatcht hatten. Und ich war halt eigentlich der Meinung, dass ich schon einen guten Gaming-Rechner hatte oder so. Da konntest du selbst auf 680, was auch immer, Auflösung, 7x700 und mit Sichtweite 0, so nach dem Motto, so gut wie gar nicht zocken, hat nur geruckelt. Und da habe ich dann irgendwann eine Ecke geschmissen und gesagt, okay, Schnauze voll jetzt, ja. Wer hätte jetzt einen Kumpel nicht gesagt hier, oder Ölnord, ihr kauft uns das Spiel. Dann habe ich halt gesagt, okay, haben wir gerade Battlefield gezockt. Und ich so, ja, ich lade mir das jetzt runter. Der so, oh scheiße, da muss ich mich jetzt verschulden. Ich so, ich guck mir, du Asi. So, und dann nochmal da hin. Sie gehen jetzt gerade Richtung Coca verarbeiten. Also das sind 300, ja. Dreimal voll, Alter. 3,3 Milliarden, Alter. Die werden sich abfacken. Da kriegen wir gleich wieder Todesmeldungen. Ihr seid tot, ihr Wichser. Wir teilen das an die 5, ne? Die sollen wir... Ja, ja. Nee, ich brauch nichts. Ich brauch nichts. Also teilen wir das, das ist schwer. Ja, doch seine eigene Ladung. Ja, das sieht's aus. Einer ist stehen geblieben. Wahrscheinlich irgendwo am Stein hängen geblieben. Würde ich jetzt mal vermuten. Bleibt einfach mal alle liegen, und zwar Third Person. Bleibt der hinter der Felsen, gut. Der eine fährt zurück. Ich quatsch mal mit denen hier im Direct Channel. Mal sehen, was sie so quatschen. Wie gesagt, die haben übelst Schiss gekriegt, weil ich da meine Knarre ausgepackt habe am Feld. Weil ich lasse mich ja auch nicht abrippen. Ja. Oh, steck mal bitte deine Knarre ein, haben sie gleich hinter ihren Lassern versteckt. Überleg dir das mal, ich meine, wenn da ein voller Helmet steht, was will ich damit, wenn ich mir selber mit meinem Helmet da bin? Ja, du kannst es nicht wirklich machen, außer wenn es Proceed ist, weil dann nimmt es ja weniger Platz weg. Ja, du kannst, durfte gleich noch hinkommen. Ja, der andere ist kaputt, glaube ich. Jetzt Direct Channel. Wo ist denn der dritte jetzt? Der steht da hinter dem Berg, den siehst du nicht, ich sehe den gerade noch so. Ich bin links von dir. Also, warte mal, ich quatsch jetzt mit dir. Hallo? Der eine liegt, der eine steht aber draußen, meine ich. Ich guck mal, ob ich ihn anwesend. Naja, immer rin, ich bin fertig. Immer rin, ich bin fertig. Ah, da fährt er. Bin wieder repariert. Warte jetzt nochmal, ob die drei zusammenhängen, warte mal. Gehört ihr drei zusammen? Ryan? Die zwei anderen Helmets, die noch unterwegs sind, gehören die zu dir? Alles klar, gut, okay, viel Spaß euch. Gehören die zusammen? Ja, die gehören zusammen. Hat er eine Waffe gehabt, der bei dir? Ja, eine kleine, eine Feuerwaffe. Der hat die Tür aufgemacht, hat René Lunst, kann ich reinkommen, ohne dass du schießt? Also die werden jetzt richtig gefickt. Euren Heli habt ihr natürlich schön an der Straße geparkt. Junge, Junge. Wann gut, das juckt ja. Wenn die da langfahren, wo ich jetzt langfahre, dann... Ja. Ja, was soll das sie machen? Sie wollen doch verkaufen. Und selbst wenn, dann überfallen wir die da. Wir haben keine Repair-Kits. Okay, das stimmt doch wieder. Hat jemand Repair-Kits von euch dabei? Mhm. Ja, braucht ihr noch welche? Dann könnten wir die theoretisch auch hier kaputt schießen und dann zum Drogendealer fahren, aber dann... Braucht ihr noch Repair-Kits? Ich hab noch welche einstecken. Wenn ich jetzt hier wegfahre? Wäre eigentlich safe, oder? Nein. Wenn wir die jetzt hier schon töten würden. Habt ihr noch genug zu essen und zu saufen? Oder? Ja, ja, klar. Gut. Ja, ich weiß nicht. Also, und sich schon. Ja, wenn die kurz mal fertig sind, dann... Ja, wenn sie fertig sind, dann... Weil das wäre eigentlich viel sicherer dann. So, da können die einfach dann uns überfahren und direkt, keine Ahnung.
Ja, nee, das heißt, als ich. Müsst ihr euch eigentlich mal Nagelbretter besorgen und Granaten? Ja, die gibt's ja nicht. Die gibt's ja nicht für uns. Naja, aber als Bulle kann ich sie euch liegen lassen. Hm. Ja, also wie ist jetzt der Plan? Hier oder beim... Ich würde eigentlich sagen hier. Ja, ich wäre auch fast für hier. Oder unterwegs. Ja, dann müsst ihr aber halt beide Straßen... Wir kommen ja von hier runter und würden dann direkt die Reifen kaputt schieben. Ja, aber wir wissen nicht, wann sie fertig sind. Naja. Dann schleicht euch doch so, dass ihr halt in Schussweite seid, jetzt schon, bei den Lastern. Und und sobald die einsteigen ins Auto, zerschießt die Reifen, dass die direkt am Prozessor stehen bleiben müssen. Ja, die, wenn es tick-tick-tick-tick macht, dann draufschießen. Genau. Direkt alle drei müsst ihr halt, jeder sucht sich halt einen aus. Ja, und dann explodieren die scheiß Dinger wieder. Nee, du musst auf die Reifen schießen. Die haben wir gestern auch gemacht. Ja, passt schon. Aber ich kann nicht alle einsehen. Ich sehe nur einen, beziehungsweise welchen, du kannst dich natürlich auch von hinten an Ich bewege das einer draußen, sonst sehen die, wenn ihr lauft. Kannst du natürlich auch von hinten an Laster reinschleichen, weil die gehen ja nur auf eine Seite. Jetzt könnt ihr knackst die Karre, wartest bis die voll ist. Ja, wir können genau einfach nicht knacken da jetzt. Das ist aber zu hohes Risiko, oder? Ja, klar ist das Risiko, aber YOLO. Nee, lass warten. Also ich hab den Linke. Den Linke, der hat noch einer, oder? Der mit dem Cockpit schon. Zum... Also wenn die Autos aufmachen, dann greifen wir an. Diesmal auf Reife. Und gucke, dass er halt mehr als einen Reife zerschießt. Ja, und wie gesagt, sucht euch jeder einen aus, und ist nicht, dass alle auf einen ballern. Also ich hab den Linke. Warte. Wir müssen den ganz vorderen und den ganz hinteren. Das ja, legt das heißt, die eingekesselt sind, genau. Das, ja, ich meinte die Reifen. Das legt den so. Wagen eigentlich komplett lahm, beziehungsweise die können dann so gut wie gar nicht mehr fahren. Einer reicht auch schon, die kommen dann keine Ahnung. Nee, mit einer. Einer können noch fahren. Mit zwei, auch wenn zwei weg sind. Ja, wir müssen direkt drei kaputt schießen. Ja, du musst zwei auf einer Seite, also zwei hinten. Am besten ja die rechts beiden hinten oder, und die beiden vorne, das legt die eigentlich. Ja, oder zwei hinter rechts. Wenn du hinter rechts oder hinter links oder vorne rechts, vorne links, zwei wegschießt, die beide, dann ihr seid doch zu viert, oder? Ja. Ja. Am besten wäre es sinnvoll, wenn einer noch direkt am Heli-Nähe wartet. Warum? Das falls die A, wenn sie da langkommen, dass du schon da bist. Nee, wir warten ja hier, wir warten, bis sie da rauskommen, die Autos aufmachen. Ja klar, aber ihr habt ja drei Mann. Sobald der Motor startet, schießen oder? Wenn das Auto aufmache. Wenn nur eins offen ist, weil er kann ja seiner der andere noch, dann machen wir. Ja, scheißegal, das ist dann so wenig, was der noch zu tun hat. Naja. Folgendes, ich habe alle drei im Visier. Ich kann den linken, aber ich kann den von mir aus linken. Ne? Nimmt irgendjemand auf von euch? Ja, ich. Na, sehr schön. Ja, wer ist dein YouTube-Channel? Frettchen TV. Brettchen TV habe ich glaube schon mal gehört. Ja, warte, ich schicke dir mal kurz einen Link. Boah, das letzte Video mit der Razzia, ey, das ist ein bisschen zu lang geworden. Ich dachte nicht, dass es 56 Minuten lang ist. Ich habe mal ein paar zusammengetan. Und der eine Part mit dem Hin- und Zurückfahren, habe ich ja komplett aufgenommen, der war so lang. Monster, du kannst den, der mit der Front zu euch guckt. Dazwischen oder wie? Achso. Mhm. Und da kommt aber noch einer mit der Front, mit dem Hinterteil zu euch einen Berg hoch. Oder? Wer nimmt den, der mit der Front Richtung Halle guckt? Ja, ich sehe den. Ich sehe nur den, der mit zum Arsch zu euch guckt. Ich kann nur den einen. Also der mit, der zur Halle guckt? Ja, der zur Halle guckt, genau. Okay, dann nehmen wir den von dir aus gesehen, der mit der Front zu euch. Ja, ich sehe das nicht. Ich sehe nur einen Helmet da. Ich sehe nur einen Helmet. Ja gut, ungefähr, die stehen ungefähr in einem ich sehe sie alle drei. In einem Kreuz stehen die. Also wenn mit die Lagerhalle das... Ja, mit der Halle, ja. Ich werde erst den Euner abschießen, weil von dem sehe ich am wenigsten. Dann werde ich links auf den, der mit dem Cockpit zur Lagerhalle guckt. Sitze der ganz den links, ne? Der wird erstmal zurückfahren. Deswegen, wenn wir den hinteren Reifen kaputt schießen, können wir die anderen Reifen dann auch kaputt schießen. Okay, ich hab scheiß Gras hier noch besser, ey. Ich auch. Dann gehen die Hocke oder so. Obwohl, ja, im Liegen ist besser, hast du nicht so Recoil. Ich würde Mori machen. Ich würde ins Bett. Wenn meine Mutter wieder aufschickt und die... Dürfte ja gleich so weit sein, ja. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt alle Lockpicks, aber irgendwie Pack jetzt. Bis auf Zitze, der hat glaube ich keine Lockpicks.
Aber ich habe halt auch nur noch 4, also für jeden 4 haben ist gut. Ja, ja. Dann sag mal Bescheid, wenn ich halt gleich Schnauze. Wenn ihr nicht genug Platz habt, dann komme ich da nochmal rangefahren und hol den Rest dann ab. Ja. Wir müssen auf jeden Fall die Dinger alle lockpicken, weil. Ja, ja, gut, dann Ferdi und Zitze würde ich sagen, fahren dann die. Aber wir haben ja 3 mit. Ja, wenn wir eigentlich gelockpickt kriegen, was machen wir dann? Schnell in die Stadt fahren? Ja, dann bleibt einer hier oder so. Okay. Aber mit dem Heli? Ja, einer fliegt ja mit dem Heli darüber. Aber so, wir müssen einen Heli da lassen. Ja, ja, klar. Zwangsläufig. Für mich sieht man gar nicht mehr mit Night Vision. Mit Night Vision sieht es genauso aus wie der Stein, wo ich drauf sitze. Was sagst du? Wie lange die brauchen, ja? Ja, dauert halt ein bisschen, ne? Naja, gut, aber. Was Arbeit braucht. Naja, gut, durchs Quatschen wahrscheinlich. Vielleicht tun die auch immer alles einzeln drüber tun. Also ich tue jetzt. Weißt, vielleicht liegt es da dran. Ja gut. Immer ein Gucker da rein und immer ein Gucker da raus, ey. Warst du? Ja. Weißt du, wie viel Schuss man braucht für die? 3, 4, 5, 6, 5 würde ich sagen. Warte mal. Habe ich Rekperket jetzt? Ich glaube, ich gucke erstmal mein Zeug. Dann ich meine, du brauchst 5. Die halt nicht. Der hat so. Auto geht auch. Okay, schieß mal. Welches? Okay, von mir aus können wir. Warte. Jungs, alle bereit? Ja, geht ja. Motor an. Ja, was denn jetzt? Der hockt drin. Ja, ja, dann warte die anderen, bitte noch nicht losfahren. Erst wenn die anderen auf dem Wagen. Sobald er sich bewegt, schießen. Der bewegt sich. Feuer. Jungs, Überfall, Waffen runter, sofort. Ein Reifen ist kaputt, 2 Waffen sind kaputt. Sehr schön. Immer auf die Reifen hauen. Ja, auf die Reifen. Alle rauskommen und Waffen auf den Boden. Auf die Reifen dürfen wir schießen, Jungs. Einer schießt auf mich, der eine sitzt drin. Wo sind die? Die sitzen in der Lagerhalle. Also ein mit der Waffe habe ich erledigt. Gut, dann sind es nur noch 2. Einer sitzt in der Lage, hat mich angehört, hat 2% Schaden gemacht. Ah, die haben alle Reifen von allen, ne? Ja. Nice. Slice, der repariert, glaube ich, gerade. Ich sehe den hier vor. Wir dürfen jetzt töten, ne? Ja. Ja klar. Wo ist der? Ah, nice. Und ich join den nachher gleich als Bulle und nehme euch gleich von der Verhandlungsliste runter, fertig. So, der Letzte. Wenn du nicht alles verlieren willst, komm raus und leg die Waffe dann auf den Boden. Raus. Dann machen wir da nichts. Wie geil. Oh, das will ich sehen. Oh. Brettchen. Oder von Seilen zu töten. Ich geh mal zum Hintereingang. Bin hinter an dem Tor. Er ist nämlich da. Was hat er entweder ausgelockt oder? Ne, der, wenn der respawnt, ist er weg halt. Ich bin drin, ich sehe nichts. Guckt ihr noch im Auto? Ich sehe hier hinten keinen. Das hintere Tor ist auf jeden Fall offen. Tschüss. Jungs, also das Koka, das ist fallen, lass er auch. Ihr Schweine, so erst ballern und dann ansagen. Ich hab das jetzt alle drei. Ja, ist er. Der sitzt, Ja, wir haben einen verloren, ne? Scheiße. Was? Ja, wo ist der? Der liegt draußen, beim Eingang links raus sitzt da, liegt er. Oh, sag genau bitte. Der sitzt in den Büschen, geh wieder rein, geh rein, du bist gerade an vorbeigelaufen. Gut. Nice. Wollt jemand hier das Koks? Ja, nehmt so viel mit, wie ihr tragen könnt. Ja, wir nehmen alles mit. Hier liegt eine Waffe. Wenn das mitkriegt, ja. Hier liegt eine Kativa. Ja, das ist wahrscheinlich meine. Jungs, hier liegt noch Koks. So, wo spawn ich jetzt am besten ganz schnell? Monster, die Häuser, so war ja klar. Vielleicht der Tierer? Der mit auch genau. Na, ich kann... Der Hemmet ist offen. Welchen repariert ihr? Ich hab keinen Gedöns dabei, glaube ich. Ich bin in Kavala, ich kann dich mitnehmen. Lockpickt einfach mal die Karren jetzt. Du? Was? Ja, ich repariere sie erstmal. Wer braucht hier eine Mitfahrgelegenheit? Ja, warte, hol mal, Zitze, hol noch mal ein paar, Dietriche. Also 2, 3.
Ja, aber eine Karre ist ja off, oder nicht? Ja, ja, wir kommen ja trotzdem nicht. Achso, halt, du kommst schon ans Inventar, ja. Alter, jedes Lockpick. Du kommst ja ans Inventar, wenn du die Schlüssel hast, oder? Ja, wenn die ja, Schlüssel ja, hast, aber wenn Schlüssel offen. Ja, ich hab den Schlüssel hier für 6. Nice. Die haben noch 149, 64. Ich hab auch die Keys für den hier. Die haben noch ein bisschen unverarbeitetes hier drin. Ah, wie viel? 100 Kokain verarbeitet ist hier drin und 200 Kokain verarbeitet. 64 ist hier drin. Viel kann ich mitnehmen. Gar nichts mehr. Ja, ich muss erstmal was aufhören, das wäre ganz gut. Wir brauchen jetzt noch jemanden eine Mitfahrgelegenheit und auch irgendwelchen Sitze? Nachschub. Ich bin jetzt schon in Antira. Haben wir jetzt haben wir Packets? Jungs, habt ihr noch Lockpicks, weil meine. Ja, ich hab mal welche kommt. Warte. Warte? Ja? Komm. Die Hammets werden auch verkauft, ne? Ah ne, ich hab sie, passt. Ah, die haben wir jetzt noch Repackets hier irgendwie. Okay, das Ding ist fertig, also da ist alles. Ja, bei mir auch. Okay. Also braucht jetzt keine Unterstützung, ne? Hast du noch ein Repacket? Ne. Wir brauchen Repacket. Oh shit. Oder wir packen ja, alles in ein. Wo ist Zitze gestorben? Ich hab das schon gelootet von dem. Achso. Kein Repacket dabei, gell? Ne. Haha. Doch, 2 Stück. Hä? Die lange hier aber nicht. Oder ich hab deine Leiche nicht gefunden, oder das war eine andere. Die Leiche lag hier irgendwo. Ja gut, dann hab ich die doch gefunden. Da war die mit der K4. Da liegt der andere. Da liegt auch Process Cocaine, 9 Stück. Mehr kann ich nicht aufnehmen. Guck mal, ob man alles in einen reinkriege, oder? Kannst vergessen. Glaube ich nicht. Aber trotzdem, wir brauchen halt nur Repair-Kits. Du bist mal. Jungs, gebt mir mal die Schlüssel zu den anderen Trucks. Was denn? Die stehen jetzt hier auch in Tarier. Das war doch Blackjack und so, ne? Ja. Ja, ich bin die Holzhuse. Da. Okay, dann pass auf, dann das Ganze, dann verarbeite mal das restliche Koks. Ich hol Zitze ab, Zitze, hol mal ein paar Repair-Kits. Ich kann nicht mitfahren. Aber den anderen können wir nicht und das sind 50.000. Was? Ich bin nach vorne gerutscht. Nein. Also dieser Blackjack der ist jetzt hier in Kavala. Okay. Ich kann nicht mehr fahren. Ja, aber den hallo. Anderen können mich. Da ist noch was unverarbeitet. Was soll denn der Scheiß? Was denn? Ich fahr doch nur hin. Ja, ich habe keine Schlüssel für den anderen. Ich habe den noch gegeben. Ja, also deinen habe ich. Für meinen meinte er. Warte, ich komm zurück. Hab ich vergessen. Geiles Ding, Junge. Dann hole ich Zitze ab, ja? Und dann nur Zitze, du als Repair Kits und dann können wir die alle nochmal richtig fit machen und dann können wir die auch verkaufen. Pass auf, es geht so zu dem hin. Voll putzig, geht der Minus. So, und was ist jetzt noch kaputt? Der Helmet. Den fahre ich dann. Genau. Und ja, ja. Ich flieg mit dem Helikopter. Guck mal, danach. Hast du den Schlüssel dafür? Hast du noch? Ach so, nee. Ja, ich geb den Schlüssel. Das heißt, einer fliegt mit Heli, das heißt, es ist dann nur noch ein Heli, der rumsteht. Alles gut bei dir? Brauchst keine Angst haben. Ist alles gut. Schlüsse, ich gebe ja von jedem Hammett, ich weiß nicht, welche. Wir haben jetzt 3 Hammetts ausgeraubt, voll mit Kokain. Wir sind gestillt. Ist alles gut. Guck mal, ob da noch unverarbeitetes Kokain drin ist. Du kannst dir gleich schön deine 100.000 machen. Ja, das kannst du ja dann noch produzieren gerade. So, ich mache auch wieder die Tür zu. Ja, so. Und dann viel Spaß noch. Und fahren wir wieder draußen oder wie? Was? Händler Repair Kit dabei noch. Also ja, genau. Hast du noch eins übrig? Reparieren sein Offroader. Bleibt dort, sonst hängt er in der Pampa. Wir reparieren auch gleich noch dein Offroader, ja? Ist alles gut. Mach dir keine Sorgen. Was wäre denn? Ich habe jetzt hier überhaupt keinen Plan. Was jetzt du musst erst noch, glaube ich, Kokain verarbeiten. 3 Stück, die da noch drin sind. Na toll, ich habe keine Waffe, nix. Wenn die jetzt nicht ankommen. Ja, Max ist ja auch da. Max ist noch da, also kein Problem. Alles im Chill. Ja, dann sag mal an. Wenn an? Bettchen? Und Sitze. Ich will gar nichts machen, ey. Ist so geil. Jawohl, danke. Das Einzige, was anstrengend war, war das Warten. Ja. Warten hat länger gedauert als die ganze Aktion, ey. Nein. 3,4 1,8 Jungs, und jetzt? Wisst ihr, was ich noch mache?
Chemnitzer, der Svenitzer. Ein geringer Süd. Ey, diese Leuchtspurmunition ist so geil. Ja, du siehst wenigstens, ob... Die Rauchgranaten bleiben nicht, ne? Ne. Aus hier raus. Ich hab so ein paar, 5 Stück insgesamt. Aber dieses zweimal Escape finde ich echt gut zu wissen. Also das sind keine Rauchgranaten, das sind doch keine Rauchgranaten, das sind die Tränengasgranaten. Alles voll machen. Ich höre ab. Ja, das war auf jeden Fall ein gelungener Raufzug. Also wir haben heute im Wert von 1,4 Millionen, glaube ich, geraucht. Mit dem Kupfer und mit den... Also jedoch. Also jeder, ja, für ja gut, die Kupfer war dann, das haben wir in die Gemeinschaftskasse. Alter, wer schießt denn jetzt gerade? Hat er die Sikativa, ne? Ja. Ich komme aus dem Haus raus und bin erstmal wieder. Also die Rebellen brauchen auf jeden Fall Gasmasken. Ja. Ja, oder, also irgendwas, wo halt, wenn ich ein bisschen blinder, weißt. Die können dann von mir aus auch 15.000 oder so kosten, das nicht jeder. Ja, Kopf, vielleicht auch mehr. 30.000 wäre auch in einer Ordnung. Also Jungs, Data war geil auf jeden Fall, war geil. Bin weg. Ja, aber auf jeden Fall gut.